Guti, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 in der HD Edition und wir gehen in die letzte Mission von Montezuma, nämlich Zerbrochene Speere. Überliefert von Cuauhtémoc, Herrscher von Tenochtitlan. Die Spanier werden bald zurückkehren. Ich hatte gehofft, Cortés würde dorthin zurückgehen, wo er gelandet war. Aber er hielt in Tlaxcala, um seine Truppen zu sammeln. Ich glaube, er konnte es nicht ertragen, nach Spanien zurückzukehren, ohne alles Gold mitzunehmen. Vom Gedanken an Gold und Ruhm berauscht, verpflichteten sich die Spanier zu einem weiteren Angriff auf Tenochtitlan. In Tlaxcala ließ Cortés viele Kriegsboote an Land bauen. Dann ließ er die Schiffe zerlegen und durch den Urwald tragen, um sie an den Ufern des Texcoco wieder zusammenzubauen. Er weiß, dass meine Krieger die Brücken nach Tenochtitlan halten können, dass wir vom Wasser aus jedoch verwundbar sind. Ich rief die Krieger zu einer letzten Schlacht zusammen. Die Priester versuchten, den Kriegern Mut zu machen, indem sie die Azteken aufriefen, ihre alten Götter und ihre glorreiche Stadt zu verteidigen. Als ich den Haupttempel erklomm und in das Muschelhorn stieß, ließen sie Rauchsignale aufsteigen, um unsere Kampfbereitschaft anzuzeigen. Tenochtitlan würde bald belagert werden. Doch die tapferen Azteken würden eher sterben, als die Eroberung ihrer Stadt mit anzusehen. Wer weiß, vielleicht dürfen sie sterben, wir werden es gleich sehen. Besiegen sie die Tlaxcalteken, das spanische Heer und die spanische Marine. Wir haben offensichtlich das hier alles in unserem Gebiet, das sind alles wir und wir sollen alle besiegen. Das wird gar nicht so einfach, weil wir erstmal wissen müssen, von wo die kommen, was genau wir machen sollen und ob schon mal alles aufgestuft wurde. Das kann natürlich durchaus sein. Versuchen wir es. So, erstmal sind da ein paar Leute beschäftigt. Hier brauchen wir noch welche. Da gibt es offensichtlich Probleme, von wo aus wir wahrscheinlich auch angegriffen werden. Auch hier unten sind schon Bösewichte unterwegs. Die versuchen uns hier zu belagern. Das sind die Tlaxcalteken. Ihr könnt schon mal Holz farmen. Es wurde alles schon mal drumherum gebaut. Okay, sonst ist alles in Ordnung. Und das scheint unser Weltwunder zu sein. Oha. Okay, machen wir erstmal ganz, ganz viele Dorfbewohner, die sich um Essen und alles kümmern. Du um Gold, du um Stein, du ebenfalls um Gold. Gold ist wichtiger als alles andere. Kann ich noch irgendwas aufstufen? Ja, es gibt zum Beispiel Alchemie, beziehungsweise allgemein Chemie und natürlich auch noch die Verstärkung für unsere Leute. 275 Nahrung, 225 Gold, ist ganz schön viel, müssen wir aber durch. Du darfst jetzt die nächste Farm bewirtschaften. Die anderen sind noch beschäftigt. Laufen hier eisern durch. Wollt ihr nicht gegen den da kämpfen? Ihr habt keinen Bock. Okay, soll mir recht sein, die Türme und alle anderen kümmern sich schon um die. Du gehst hoch, sammelst Gold. Du gehst hoch, sammelst Gold. Die restlichen Nahrungsmittel holen wir uns noch. Wir müssen noch die Drei-Felder-Wirtschaft erforschen. Drei-Felder-Wirtschaft, ja. Okay, ich bin lange nicht in Age of Empires 2 gewesen. Für diejenigen, die sich jetzt wundern, für mich ist es jetzt schon wieder ein Monat her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich bin natürlich sehr gespannt, von wo aus die Bösewichte kommen, beziehungsweise wie wir sie am besten vernichten können. Wir werden schon wieder angegriffen, ja, ist okay. Ihr wollt gar nicht angreifen, ne? Ihr seid gar keine Krieger. Ihr seid alles nur Späher. So ist gut. Geht mal zurück. Du darfst auch noch bitte mit Gold hacken. Und du darfst dich um die Farm kümmern. Ja, nun ist doch bald mal wieder gut. Ich glaube, ich brauche hier bessere Türme. Auf jeden Fall brauche ich die Chemie. Her damit. Ach Quatsch, Mensch, die Farm hätte ich gebraucht. Na, ist egal. Wir sind zurückgekommen, um den Rest eures Goldes zu holen. Ergebt euch oder füllt den Zorn unserer Kanonen. Kanonen mag ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die natürlich erstmal auf alle gehen, die schießen können. Das heißt, die ganzen Türme, die ganzen Burgen, die lassen uns nicht in Ruhe. Wir haben den südlichen Damm gesprengt, um den Vormarsch der Spanier aufzuhalten.
Ja, ist ja ganz toll. Das bringt mir nur überhaupt nichts. Nehmen wir noch ein paar Fischerboote mit rein. Ich brauche noch ein paar Leute, die hier Holz hacken. Du darfst mit Holz hacken gehen. So schön. Ja, das Ding sieht auch nicht mehr so gesund aus. Naja, die ollen Tlaxcalteken, die gehen mir total auf die Nerven. Aber wir sehen schon mal, dass das alles hier voll ist mit Leuten. Das heißt, wir müssten eigentlich gleich mal runtergehen und alles besiegen, was unten rumläuft. Schon mal, um eine Sache kaputt zu machen und wegzuhaben. Ich soll doch gar nicht so weit runter. Gut, ich brauche noch zwei weitere Dorfbewohner. Jetzt erstmal schnell die drei Felderwirtschaft. Die Dorfbewohner müssen immer alles reparieren. Schnelle Feuertrireme. Die geht nicht auf den Turm, aber ist gleich weg. Gott sei Dank. Und du darfst jetzt den Turm reparieren. Hier sind alle wieder geheilt, Gott sei Dank. Alles ist gut. Versammelt euch. Und ihr hackt weiter Gold und Holz und so weiter und so fort. So, die Chemie ist erforscht. Sehr schön. Belagerungsingenieur. Alles, was Belagerungswaffen angeht, wird stärker. Brauche ich. Unbedingt. Oh, da kommt eine ganze Masse. Okay, ich muss neue Leute produzieren. Es geht nicht anders. Ich brauche auch mehr Farmen. Ich habe Boote gebaut, ne? Du baust da eine Farm hin. Fischerboote gehen los, werden die Reusen belagern. Da noch für Essen sorgen. Und alle unsere Leute sind tot. Das geht nicht. Oh, verdammt. Das sind nur Tempel. Da sind die. Sehr schön. Langschwertkämpfer. Nein, warte, wo ist die Burg? Da. Mach mal ein paar davon. Jaguarkrieger, die müssen gut sein. Eine Farm ist fertig. Das. Noch eine Farm ist fertig? Was? Ach nee, Reuse ist fertig. Oh, verdammt. Nicht genug Nahrung. Das sieht im Moment nicht so gut aus für uns. Feuertriremen könnten wir machen. Aber will ich nicht. Wir bauen hier wahrscheinlich noch zwei, drei Türme hin, dass sie unsere Häfen in Ruhe lassen. Das heißt, du kommst jetzt einfach mal hier rüber. Ich brauche noch einen neuen Bauarbeiter. So, und dann muss ich euch zur Elite-Jaguar-Kriegern entwickeln. Auf jeden Fall haben wir einen Großteil vernichtet. Von dem, was da gekommen ist. Ah, oh, wenn es nicht so warm wäre. Ich spiele jetzt aktuell im Sommer. Da kann man so wenig denken. Bau mal bitte einen Turm hier vorne mit hin. Können ganz schön gut schießen. Kann man nicht anders sagen. Wenn der Turm wenigstens ruhig wäre und schnell fertiggestellt werden würde, das wäre toll. Ich
brauche Belagerungsmaschinen. 300 Nahrung gebe ich gerne dafür aus. Dann müssen wir demnächst die Jaguar-Krieger fertig machen. Irgendwo kämpft doch hier irgendwas. Der kann sich nicht wehren. Es gibt keine Möglichkeit. Ich habe keine Mordlöcher, verdammt. Verdammt, noch eins. Okay, dann hau hier ab. Hat keinen Sinn. Hol lieber Holz. Wir kümmern uns um Elite-Jaguar-Krieger. 1000 Nahrung kosten sie. Und die Wehrpflicht, die muss ich unbedingt einführen, damit die Leute schneller kommen. Machen wir erstmal die Wehrpflicht. Ah, was für ein Stress. Turm wird immer besser, sehr schön. Zwei weitere Leute, die für uns arbeiten. Wir müssen eins nach dem anderen machen. Wir müssen noch so viel erforschen. Wir sind noch lange nicht am Ende. So schön. Du kümmerst dich um eine weitere Farm. Okay, einen Teil der Schiffe haben wir dank Türmen kaputt gemacht. Noch eine weitere Farm. Bau die mal... Nee. Eine Farm. Hier vorne mit hin. Oh je. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Verdammt. Noch können wir einigermaßen standhalten. Ich werde jetzt nochmal 3 Dorfbewohner bauen. Wir brauchen jetzt die Elite-Jaguar-Krieger unbedingt. Wir werden die auch gleich mal züchten. Und dann müssen wir für die Stärke unserer Leute eintreten. Sonst gibt es Probleme. Noch weitere Farmen. Gut, Elite-Jaguar-Krieger sind fertig. Die sind nochmal ein Stückchen härter. Und jetzt kommt die Schmiede dran. Wo ist die Schmiede? Da. 300 Nahrung für Plattenpanzer, dass unsere Nahkämpfer dann noch mehr aushalten. Armschutz ist wichtig. Allein schon, um Angriffsstärke zu bekommen für Türme und Burgen. Komm schon, 300 Nahrung. Das muss doch gehen. So ist gut. Und dann werden wir erstmal Rot ausrotten, denn die machen mir jetzt gerade das Leben zur Hölle. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da kostet die nächste Belagerungsmaschine 300 Nahrung. Das kriegen wir schon hin. Ein Priester wird sich jetzt mal hier unten hinstellen, um die Leute hochzuheilen. Und hier brauchen wir auch 350 Nahrung. Viel zu viel Nahrung. Können wir uns gar nicht leisten. Wo werden wir noch angegriffen? Oh, das ist nicht gut. Geht erstmal nach hinten. Lasst den Turm das regeln. Wo wollen die hin? Die wollen zu irgendeinem bestimmten Objekt. Huch, irgendwas schießt hier. Oh, verdammt. Okay, sie teilen sich auf. Ich bin überfordert. Ein paar von denen. Gut, alle Mann runter. Und ihr geht hoch und macht die da weg. Bitte.
So, jetzt holen wir uns die Arbalestenschützen noch dazu. Dann werden wir demnächst mal angreifen. Oh Gott, ey. Bleibt bitte beim Priester, der muss euch heilen. Du willst dich nicht... Ach, du bist ein Bösewicht. Ich wollte gerade sagen, du willst dich nicht bewegen. Warum nicht? Wo sind die anderen jetzt hin? Die sind weg. Okay. Gut, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Jetzt brauche ich erstmal... die Arbalestenschützen. Vier Stück. Dann Schmiede, Plattenpanzer erforschen. Das brauche ich im Moment nicht. Das wäre aber, ja, für bessere Belagerung. Gut, her damit. Ihr zögert das Unvermeidliche nur heraus. Die Zeit des Aztekenreichs ist vorüber. Wir sind eure neuen Herrscher. Das heißt, Blau wird gleich nochmal angreifen. Und wahrscheinlich noch härter als je zuvor. Du darfst ruhig weiter Holz ernten. Alles gut. Feuerdrehremen sind unterwegs. Versuchen sich um den Turm zu kümmern. Ich sehe das schon. Kommen aber nicht ran. Das war nicht ganz so schlau. Das ist nicht so schlimm, wir haben einen Teil kaputt gemacht. Sehr schön. Der Rest wird hochgeheilt. Ihr geht mit rüber. Ich brauche jetzt die Belagerungswaffen. Sofort. Erstmal vier Stück. Und dann sieht es auch schon schlecht aus mit Gold. Da müssen wir irgendwie rüberkommen, um hier Gold abzuernten. Das gehört ja sogar uns. Heißt, ich brauche ein Transportschiff. Warte mal. Das kann hier nicht vorbeifahren. Heißt, ich muss einen neuen Hafen bauen. Ja, wir ziehen gleich los. Keine Sorge. Du fährst jetzt erstmal runter. Ich brauche mehr Arbalestenschützen. Bleib doch hier. Okay, du kommst auch schon mal mit runter. Auch wenn hier oben immer mal Gefahr droht, das ist einigermaßen okay. Ihr kümmert euch erstmal um Steine. Wir werden versuchen, dann eben Nahrungsmittel und sowas alles gegen Holz oder Gold zu tauschen.